Freunde, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich mache es mal gerade ein bisschen heller, damit wir was sehen. Wir machen heute Folgendes. Wir werden ganz undercover mal wieder auf die Jagd gehen nach ein paar Scammern. Ich bin gerade als Mädchen hier. Nice, ich bin als Mädchen. Da bin ich mal gespannt, wie die Leute auf mich reagieren. Ich habe eine wichtige Sache. Und zwar hat unser Bauteam lange, lange Zeit dran gearbeitet an einem Projekt, was am Samstag um 19 Uhr starten wird. Und jetzt gleich zeige ich euch den Teaser dazu. Könnt ihr euch gerne kurz angucken. Es wurden, glaube ich, über 50 Millionen Blöcke verbaut. Guckt einfach mal rein. Ich spiele euch den Teaser jetzt ab. Ihr seid gehypt und seid am Samstag um 19 Uhr mit am Start. Ich werde da livestreamen direkt um 19 Uhr. Also stellt euch den Wecker, seid dabei und seid bei der Eröffnung mit am Start von dem Ganzen. Ihr werdet auch einige coole Items dort bekommen können. Die gibt es dann aber nur dann und danach kann man die eben nicht mehr bekommen. Das kann man genau zu dem Event eben kriegen. Ihr müsst dazu was schaffen. Wenn ihr das Ganze nicht schafft, gibt es das nicht. Mehr verrate ich nicht. Seid einfach Samstag 19 Uhr dabei. Und jetzt würde ich sagen, wir legen los. Was haben wir denn hier? So, verkaufe Admin-Schilder. Warte mal. Schicksals, der ist sogar in einem Clan. Da gehen wir direkt mal hin. Schicksalsvater. Okay, er hat schon mal angenommen. Das ist gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber das sind doch... Der soll mir mal so eins zeigen. Was meint er denn? Schicksalsvater, zeig erstmal. Ich will erstmal sehen, ob der überhaupt sowas hat. Was ist denn das überhaupt für ein kleiner Kackshop? Hä? Schicksalsvater, du hast ja den größten Mistshop, sehe ich gerade. Oh Gott, und hier soll ich 290.000 Dollar ausgeben? Schauen die Ender-Chest. Oh, wichtiges Admin-Schild. 4 Stück hat er wirklich. Und er hat... Okay, ich guck mal ganz kurz auf Trefferwert, wie teuer die Sachen sind. Oh, die kosten tatsächlich wirklich 275.000 Dollar. Also der Preis ist, glaube ich, okay. Der hat ja gesagt 270, glaube ich. Aber wir verhandeln hier ganz hart gerade. Ich habe 272 angeboten, aber er macht es einfach nicht. 280 will er. Dann mache ich mal... Na gut, dann machen wir es halt mit 280k. Ich bin gespannt, ob er scammt. Stoppt mal und schreibt jetzt rein, ob ihr denkt, dass der scammt. Ich bin super, super gespannt, weil der verhandelt hart. Das heißt, ich vermute, er wird nicht scammen. Ist meine Annahme. Aber wir testen das Ganze jetzt, denn ich pay jetzt. Ich muss mir sogar noch Geld cheaten. Wow, ich habe einfach nicht genug Geld. Okay, jetzt haben wir 280.000. Das heißt, ich pay ihm jetzt 280.000 Dollar. Das Geld ist raus und ich hoffe wirklich, er zockt mich nicht ab und droppt mir jetzt ein normales Schild oder so, sondern droppt mir wirklich so ein Admin-Schild. Ich schreibe mal auch direkt, Schicksalsvater, hab bezahlt und hoffe, dass der gute Mann mir dann auch jetzt meine Ware gibt. Wer bist du, schreibt er jetzt. Wie, wer bist du? Will er jetzt so tun, als würde er mich nicht kennen? Nein. Nein, das bringt er nicht. Ich schreibe mal im Ernst. Wird er jetzt wirklich so tun, als würde er mich nicht kennen? Als würde er nicht wissen, dass ich gerade was... Er schreibt wieder, wer bist du? Gibst du jetzt die Ware oder nicht? Jetzt kommt es drauf an. Wenn er die Ware nicht gibt, dann muss ich hier komplett hart durch... Er ist weg. Er ist weg! Aber warte, er ist noch da. Er kommt wieder. Er ist nicht komplett gegangen. Hallo? Willst du mir jetzt die Ware geben oder nicht? Ein Schild! Ich glaube... Ich... Sag, wer du bist. Wie, wer bist du? Ich schreibe jetzt einfach Folgendes. Vielleicht denkt er auch, dass ich ein Undercover-Admin bin. Ich schreibe jetzt entweder... Ja, warte, was schreibe ich denn? Ah, schreibt Gib her oder Scammer. Machen wir es ganz einfach. Wenn er es jetzt gleich nicht gibt, dann zählt es für mich auch unter Scam. Man darf auch nicht zu lange warten. Pack das hier rein? Nee. Hier ist nichts drin. Doch, hier! Ich hab's bekommen. Okay, schnell weg, Freunde. Schnell weg. Also ganz ehrlich, kauft nicht bei Schicksalsvater. Ich weiß zwar nicht, ob das ein Scammer ist oder nicht, aber das fand ich jetzt super assi, dass er mich gerade so erschreckt hat. Stellt euch mal vor, ich könnte das Geld nicht cheaten. 280.000 Dollar ist so viel Geld. Da hätte ich mir echt in die Hosen gemacht, Freunde. Aber gut, wir gucken weiter. Also den finde ich sehr suspekt mit seinem komischen Holzhaus hier. Sehr suspekt, der Spieler. Wir machen am besten mal weiter. Jetzt läuft er immer noch nach, der Typ. Er folgt mich einfach. Hilfe! Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich gehe aber schnell zu MC Gang Freddy, weil der verkauft gerade günstigen Preisverkauf der Beacons. Das klingt doch super. Habe ich... Ne, ich habe nicht mal genug Geld für Beacons, sehe ich gerade. Ich muss mir selbst für die blöden Beacons noch Geld cheaten. Ist aber kein Problem. Da gehen wir am besten mal direkt mal schauen. Der verkauft sogar gerade was an Total 9.
Das ist sogar hier, ihr seht an dem Ausrufezeichen, das ist einfach ein Handyspieler. Total Line, ganz liebe Grüße, dass du hier gerade auf übers Handy drauf bist. Ich schaue jetzt mal MC Gang Freddy, ich schreibe dir mal an. Was ist günstigen Preis? Fragen wir mal nach dem Preis. 1,2k. Okay, ich versuche mal runter zu handeln. 1k schreibe ich mal. Wie teuer sind denn eigentlich gerade Beacons? Das habe ich auch schon ewig nicht mehr geguckt, Freunde. Okay, Beacons kosten 1150 Dollar. Also 1k wäre echt billig. 1,1 ist auch okay. Ich versuche es trotzdem nochmal auf 1k. Warte, ich schreibe. Ja, machen wir nochmal 1k. Er geht um 30 Dollar runter, 1,07. Dann mache ich nochmal 1k rein. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was raus. 1,05. Ja, komm, ich spamme auch weiter 1k. Mal sehen, ob er irgendwann sich auf 1000 Dollar einlässt. Das ist die beste Preisverhandlung, Freunde. Ich gehe einfach gar nicht nach oben. 1,40 letzte. Komm, wir machen es weiter. Ich mache einfach weiter. Oh, bitte nicht spammen, nicht, dass ich gekickt werde. Ich hoffe, er nimmt das jetzt einfach irgendwie an. Komm schon. Das sind nur 1,03k, wirklich letzte. Okay, dann schreibe ich mal Deal. Ich will sie auch nicht übertreiben jetzt, Freunde. Das heißt, wir bezahlen ihm jetzt mal MC Gang Freddy 1000. Das sind 1030 Dollar, ne? 1030 Dollar sind raus. Habe ich bezahlt. Und wir gucken mal. Er schreibt LOL. Bitte gib. Hast du einfach so gepaid? Ja, das ist ein Scammer-Test hier, Freunde. Natürlich bezahle ich einfach so. Und wenn ich dann abgezogen werde, lieber MC Gang Freddy, dann wirst du abgezogen um dein Haus. Wieso, schreibt er jetzt? Ich will den Beacon. Darum. Was soll ich denn sonst machen? Ich will den Beacon haben, darum gebe ich dir Geld. Hä? Was? Ich wurde gebannt! Ich bin gebannt worden, warte mal. Das ist aber jetzt auch schon lange her, dass ich mal wieder einfach gebannt werde von einem Grundstück. Die meisten tun ja einfach so, als würde man... Ich bin sogar gar nicht gebannt, ich wurde nur gekickt, ne? Ich kann sogar drauf. Die meisten tun immer nur so, als würden sie einen... Im Ernst? Er macht einfach die Türen zu. Nein! Bitte! Er scampt mich safe. Die meisten tun nämlich immer so, als würden sie gerade irgendwie Internetprobleme haben oder gehen einfach weg oder sowas, um dann nicht quasi wirklich aufzufliegen. Aber der, ganz trocken, zieht er mich hier gerade über den Tisch, der Typ. Ganz trocken. Jetzt fragt der Schicksalsvater, willst du noch welche kaufen? Habe noch 3. Ja, für 100k je. Ich brauche mal ein ganz komisches Angebot, vielleicht nimmt das ja an. Jetzt sagt er, wo bist du? Bitte, bitte scam mich nicht, schreibe ich mal. Ich bin neu. Und jetzt ganz viele Punkte. Mal sehen, ob wir. Mal sehen, wie er reagiert, wenn wir jetzt so ein bisschen. Ich schreibe nochmal, das ist alles Geld, was ich habe. Das schreibe ich nochmal dazu. Das ist alles Geld, was ich habe. Ganz neu, fragt er. Ja. Ja, ich bin komplett neu. Okay, der Typ hat nur Pf geschrieben. Das war auch ein reichstes Angebot, aber man kann es ja mal probieren. Wie viele Spielstunden? Na gut, da steht jetzt 0. Ich schreibe mal eine. Schreib mir mal eine. Ich habe zwar eigentlich 0, aber ich schreibe mal eine Spielstunde. Dann ich habe gerade so ein Haus gebaut. Ich schreibe auch mal, ich habe gerade mal ein Haus auf CBI, würde ich sagen. Er schreibt jetzt, okay, heißt das, er gibt mir noch was? Bitte, bitte. Allein, dass ich jetzt bitten muss, dass ich meine Ware bekomme, ist eigentlich schon Scam. Alles unter 5 Stunden gebe ich dir ein wenig zurück. Was heißt denn ein wenig? Ich will alles. MC Gang Freddy. 200 Dollar? Echt jetzt? Das ist trotzdem noch Scam. Echt jetzt? Also scamst du 100%? Warum? Warum scammt er mich denn jetzt? Also ich meine, Leute, ganz ehrlich, cool, dass er mir immer ein Geld gibt, weil ich ein neuer Spieler bin. Ich finde, das Mieseste, was man machen kann, ist, neue Spieler abzuziehen. Die haben dann gar keinen Bock mehr. Jetzt nur zwei... Er schreibt, er scammt nur zu 72%. Naja, ich hab trotzdem Geld bezahlt und nichts bekommen, ne? Also, nur weil du mich jetzt hier um weniger Geld prellst, heißt das jetzt nicht, dass du kein Scammer bist, mein Freund. Wenn du jetzt nicht gleich die Kurve kriegst, dann wirst du trotzdem komplett gelöscht. 100 kann ich dir noch geben. Ich frage trotzdem mal, warum? Warum macht er das denn hier? Selbst wenn er mir noch 100 gibt, das ist doch scheißegal. Er muss mir einfach den Beacon geben. Verdien dein Geld doch ehrlich, Mann. Ich wurde gescammt, schreibt er. Er wurde anscheinend selber gescammt. Zu oft gescammt. Ach so, er wurde zu oft gescammt. Ja, Leute, ganz ehrlich, ich verstehe das, wenn jemand sagt, ich wurde jetzt schon 3-mal gescammt, das ist voll kacke. Jetzt scamme ich auch, aber das ist genau das Falsche, weil das sagen immer alle Scammer. Und am Ende ist dann jeder nicht schuld, versteht ihr? Deswegen muss ich den bestrafen, auch wenn er mich jetzt hier nur um 800 oder 700 Dollar scammt oder sowas. Den werde ich trotzdem bestrafen müssen. Weil du so nett bist. Wie, aber 100, 300 Dollar mit zurückzugeben von 1030 Dollar ist doch trotzdem Scam. Mehr gibt es aber nicht. Ich schreibe mal ganz sicher. Wenn er jetzt schreibt ja, dann gibt es eine Strafe. Dann komme ich mit meinem Hauptaccount. Dann kommt der Admin. Jetzt fragt er mich so blöde Sachen. Mit wie viel könntest du denn leben? Ja, mit dem Beacon könnte ich leben. Dann ist alles okay.
Naja, das geht nicht, schreibt er. Okay, dann ist es besiegelt, Freunde. Dann ist es in Stein gemeißelt. Dann, er schreibt auch dann bei. Gut, dann würde ich sagen, switchen wir mal. Hallo, MC Freddy. Der pflanzt hier gerade ein paar Bäubchen. Ja, sehr schön. Das machst du gut, MC Freddy. Slash Kill. Ups. Was haben wir denn? Oder liegt da schon ein Beacon? Ja, super. Vielen Dank für diesen netten Beacon. Den können wir erstmal löschen hier. Danke, danke, danke. Und jetzt mache ich mal Folgendes mit dir. Eigentlich würde ich das ja die Community hier einfach griefen lassen, aber ich glaube, bei dem hier ist es besser, wenn jetzt einfach irgendwas ganz Komisches passiert und der sich voll erschreckt, Freunde. Moment mal. So, da haben wir ein bisschen TNT. Dann schnappe ich mir mal ein schönes Feuerzeug. Wo ist denn der Typ gerade? Der soll eigentlich zugucken. Hallo? Hallo? Wo bist du? Ich würde dich gerne... Warte mal. Hä, er hat gerade gesneakt. Versteckt er sich irgendwie gerade? Ich glaube, der hat gerade voll Schiss. Hat er mir noch geschrieben? Ne, er hat mir nicht mehr geschrieben. Ah, er baut's ab. Okay, dann zünd ich schnell an. Dann würde ich sagen, jagen wir die Hütte jetzt hier an der Stelle in die Luft. Ich hoffe, ihr findet das geil. Und gebt einen Daumen nach oben an der Stelle. Und seid bitte unbedingt am Samstag um 19 Uhr mit am Start, wo wir dann das neue eröffnen. Der Teaser dazu kam heute. Ich bin super gehypt. Und wie gesagt, man kann noch geile Items abstauben. Oh Gott, dem ist wirklich das ganze Haus weg. Oh mein Gott. Okay, MC Gang Freddy, du wirst leider auch noch deine Kohle verlieren müssen. Sonst kriege ich wieder ganz viele Beschwerden in den Kommentaren, dass ich den nicht genug bestraft habe. Jetzt, weil der hat noch einen Beacon. Ich habe ihm doch gerade einen abgenommen. Den muss ich auch mitnehmen, sorry. Und das TNT auch. Jetzt kannst du aber weiterspielen. Bitte, bitte passt bei dem Spieler ein bisschen auf. Vielleicht bessert er sich aber auch jetzt einfach. Viele neue Spieler denken am Anfang so viel drüber nach. Aber wenn man einmal als Scammer gezeichnet ist, dann ist es schwer, noch normal zu spielen. Jetzt würde ich sagen, das war's mit der Folge. Haut rein, bis dann und ciao.